So, hallo, wir machen weiter bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir die restlichen Türme aktiviert und jetzt haben wir 2 Teleport-Medaillons mehr zur Verfügung. Also wir können jetzt... Wie mache ich das überhaupt? Mehrere setzen. Eins habe ich ja schon gesetzt, das kann ich eigentlich gerade mal wieder lösen. Das brauche ich aktuell gar nicht. Hallo. Genau, das hier kann wieder weg. Und ich kann jetzt 3 Stück setzen. So. Außerdem können wir jetzt hier das vierte Rätsel öffnen. Führe die geheime Kunst der Weisen des Donners am Körperende des Drachen aus, der über den Berg des Todes wacht. Hey! Hey, Kollege, dieser Stein wurde gerade in den Ruinen entdeckt. Mm. Es gibt ja mehrere Drachenstatuen. Das mit dem Körperende des Drachen ist aber sicher ein Hinweis. Berg des Todes klingt alles etwas beunruhigend, was das wohl zu bedeuten hat. Okay. So, also jetzt müssen wir die nochmal lesen. Erstmal kochen wir. Wir müssen dringend kochen. Wir müssen dringend Dinge kochen. Guck mal, ich habe 33 Hyrule-Gras, das ist sehr sick. Daraus können wir auf jeden Fall ordentliches Essen machen. Ich wollte noch ein bisschen einen Effekt reinhauen. Yay, scharfes Dampfobst. Oh, Kälteschutz habe ich reingehauen. Wollte ich gar... Ich wollte gar keine Kälte. Ich dachte, Angriffsfood mache ich da draus. Woraus mache ich Angriffsfood? Das war nicht Chili. Ups. Das waren gar nicht die Chili. Welches Ding mache ich nochmal für Angriffsfood? Okay, ich weiß es gar nicht mehr. Ach, natürlich die Schwertbanane, lol, ich trottel. Die Schwertbanane war es. So rum. So nämlich. Okay. Kraftkochobst. Ja, davon können wir ein paar mehr machen. Davon können wir ein paar mehr machen. Nein, ich wollte nicht essen. Was ist denn für eine Aktion jetzt hier wieder? Dann ein bisschen Abwehr essen. Jawollo. Okay. So, was war jetzt hier alles? Die geheime Kunst des Weißen des Windes in Gegenwart der Eule vor, die von vielen Drachen bewacht wird. Okay. Okay, bevor der jetzt mit jedes Mal mit wegquatscht, lese ich es lieber hier in den Questdinger nach. So, da sind wir nämlich. Also markiert werden die wahrscheinlich alle hier, ne? Ja. Gut. Also. Viele Drachen, Gegenwart der Eule. Zwischen den 2 Drachen hindurch bewegen. Lade die Kraft der geheimen Kunst des Weißen des Wassers auf, setze sie gegen von 6 Drachen. Okay. Und dann haben wir noch den Berg des Todes, Körperende des Drachen. Okay. Also, der Todesberg ist ja... in der Richtung. Also guckt vielleicht irgendein Drache in die Richtung, könnte ich mir vorstellen. Na gut, dann gucken wir uns mal ein bisschen um, was wir so finden an Drachen.
was wir allgemein in den Ruinen so finden. Ist das so ein Drache oder ist das ein Turm? Der einfach umgestürzt ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Oh, guck mal, hier ist auch, könnte auch ein Drache sein, ne? Wo willst du denn hin? Das ist aber kein guter Ort. Habe ich hier auf die Schnelle Holz oder muss ich Bäume fällen? Ich muss Bäume wahrscheinlich fällen. Okay. So, guck mal, der Drache hier, genau. Der Drache hier bewacht nämlich den Todesberg. So sieht's aus. So. Und da soll ich am Ende von diesem Drachen... Am Ende von diesem Drachen, also muss ich dem jetzt mal zurückfolgen. Am Ende von diesem Drachen... Am Ende von diesem Drachen. Ah. Hier soll ich den Donner ausführen. Wo ist er denn? Ist die jetzt im Busch verschwunden? Das war doch schon mal ein sehr einfaches Rätsel. Juhu. So, was gibt's hier für Hübsches? Oh, okay. Nehmen wir mit. Nun gut, so, habe ich was Axtartiges dabei? Weil wenn nicht, kann ich den sowieso nicht fällen, die Bäume. Kann ich mit dem Baumritter, kann ich mit dem Ritterschwert Bäume fällen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, doch, so ein bisschen kann ich. Okay, einen bräuchte ich noch, dann hätte man einigermaßen passables Floß. Puh, das war knapp. Gut. Das hat nicht funktioniert. Das ist so eine Sumpfscheiße. Das geht gar nicht. Das geht so gar nicht. Das ist ja blöd. Ja, Schlamassel trifft's jetzt tatsächlich gut. Schlamassel trifft es jetzt tatsächlich ausgesprochen gut. Hä? Das ist schlecht. Alles geht einfach unter. Das ist richtig schlecht. Ich hätte eine andere Idee, aber die ist ein bisschen zeitaufwendig. Ach,
ehrlich. Alles nicht so easy. Ja, das ist blöd. Ja, dann lassen wir den Krog erstmal Krog sein. Das ist mir zu doof. So. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden. So ein Delta-Viech. Du bist ordentlich stark, ne? Ja. Du bist ordentlich stark. Scheiße. Auch wieder kaputt. Dann nehmen wir erstmal die mit Eisenholzaxt, jawohl. So, mach dich weg. Aber Delta nehme ich gerne mit. Delta-Sachen. Die sind nämlich ordentlich stark. Okay. Ich hab da mal eine Frage. Wenn das eine Axt ist. Nein, okay, schade. So, hier ist ein Drache. So ein kaputter. Ja, nicht mehr so richtig. Nicht mehr so richtig. Da ist ein Drache. Der ist schon ziemlich stabil noch. Aber es ist ein einsamer, einzelner Drache. Ich glaube nicht, dass der relevant ist für ein Rätsel, oder? In Gegenwart der Eule vor die von vielen Drachen. Okay, viele Drachen haben wir hier nicht. Zwischen zwei Drachen haben wir auch nicht, sechs Drachen haben wir hier auch nicht. Also hier ist... Nee, das ist ein einzelner Drache, der nicht relevant ist. Okay. Ja, also ich hätte eine Idee für den Krog. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen zeitaufwendig. Aber ich glaube, das machen wir. Ja, doch, es sind genug Bäume dafür hier. Das werden wir dann wohl mal probieren. Hallo, ich will das hochheben. Das ist wieder so ein krasser. Ja, Delta. Ach, komm schon. Warum sind denn jetzt hier nur so krasse? Scheiße. Ja, geil. Geh ich auch noch unter. Erste Fee weg. Sind wir hier überhaupt, also ist hier überhaupt was Wichtiges oder ist hier nur ein Delta-Konstrukt?
Ich glaube, hier ist nur ein Delta-Konstrukt, aber okay. Bevor der uns weiter ärgert, nehmen wir den mit. Oh, ich sehe aber gerade... Ja, scheiße. Ich habe natürlich nicht die richtige Kleidung auch an. Oder? Jetzt sind wir ja wieder außerhalb. Jetzt kann ich ja... Entschuldigung. Jetzt kann ich ja mich hier richtig ausrüsten. Guck mal, hier Angriffskraft würde hochgehen. Verteidigung geht dafür ein bisschen runter. Oh, ich hätte ja ordentlich für Angriffskraft auch Zeug. Ha. Ich glaube, das machen wir mal. Dann ist zwar Verteidigung ein bisschen unten, so. Aber dafür ist Angriffskraft. Und das hier ist Kleidung, die wir möglichst schnell leveln sollten. Die Kleidung sollten wir möglichst schnell leveln. Sehr schön. So. Im Dunkeln sieht man jetzt noch ein bisschen weniger, aber es macht nichts. Gut, hier sind... Ah, gucke, hier sind zwei, drei... Ja, das ist die Geschichte mit dem Feuer. Komm her. Du musst eine Runde rollen. Easy. Das war eindeutig erkennbar. Sehr schön. Jawollo. Drei Rotonit. So. Da ist wieder ein Drache. Nee, nicht so richtig. Ja, so Köpfe. Ach nee, ich will jetzt eigentlich nicht mehr mit denen... Das sind jetzt langsam sind es ein bisschen viele, mit denen ich mich hier anlegen würde. Muss jetzt nicht sein. Da wird Zeug zum Bauen. Ah, hier ist aber die nächste Plattform. Hier taucht was auf. Das heißt, jetzt habe ich hier entweder gleich viele Drachen und eine Eule oder sechs Drachen. Eins, zwei, das sind sechs Drachen. Für die geheime kurze... Nee, das haben wir gemacht. Weiter hoch muss ich wieder. In Gegenwart von sechs Drachen. Ah, doch nicht. Ist hier irgendwo eine Eule? Oh. Aber das sind doch sechs Drachen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Doch, das sind genau die sechs. Und in Gegenwart von denen soll ich die Kraft des Wassers einsetzen. Toll. So macht man sich seine Waffen auch kaputt. Und das ist hier doch eine Art Eule. Aber das sind doch genau sechs, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Sechs. Das sind eindeutig sechs Drachen.
Was mache ich falsch? Lade die Kraft der geheimen Kunst des Weisen des Wassers auf und setze sie in Gegenwart von 6 Drachen frei. Nehmen wir erstmal die Holzdinger, weil ich mir dann nicht meine Waffen kaputt mache mit Blödsinn. Guck mal, jetzt habe ich die Waffe, die Kraft aufgeladen. Jetzt soll ich sie freisetzen in Gegenwart der Drachen. Aber wie? Wohin? Wofür? Also ich bin ziemlich sicher, dass das hier der Ort ist. Muss ich vielleicht so machen? Ah, die wollten eine Wirbelattacke haben. Okay, die wollten eine Wirbelattacke wegen, deswegen aufladen. Okay. Okay. Aber das ist schon auch krass, dass man so seine Waffen natürlich gleich wieder verbraucht, obwohl ja eigentlich die gar nicht... Also, eigentlich gehen die in die Luft, die Waffen. So, die tun gar nichts. Nein, was soll's. So, 5 Opale. Sehr schön. So, jetzt wäre nur eine interessante Frage. Bewacht dieses Delta-Ding da irgendwas Spannendes? Oh, das ist sogar nur Gamma. Also was wirklich Spannendes bewachen tut er jetzt nicht, ne? Aber wenn es Gamma ist, können wir den erst recht einmal... ...niedermetzeln. Nice. Oh, Waffentasche ist schon wieder voll. Ja gut, die Route ist eh kaputt. Können wir auch den Kollegen mitnehmen. So, und an das starke Sonanim-Schwert können wir jetzt mal endlich wieder was Gescheites ransetzen. Zack, nice. Dann haben wir wieder eine krasse Waffe am Start. Und damit können wir jetzt noch hier den Kollegen verknüpfen. So. Und dann können wir noch den Ast hier wegwerfen. Und stattdessen die helle Bade mitnehmen. Okay, aber sonst war jetzt in der Richtung nichts, ne? Das ist eine Eule. Aber sind hier Drachen in der Nähe von dieser Eule? Also wird die von Drachen bewacht? Irgendwie nicht. Ich setze trotzdem mal Wind hier ein. Nee, das hat leider nichts gebracht. Okay, jetzt muss ich noch die Eule finden, die von Drachen bewacht wird. Dann haben wir alles. Da ist ein Drache, da ist ein kaputter Drache. Aber das war's auch schon wieder.
ist die Eule. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Eule und Drache. Dann haben wir's. Da ist ein ganz langer Drache. Aber da ist auch keine Eule. Oder wie hieß es? Es hieß viele Drachen, ne? Führe die geheime Kunstweise, ja, in Gegenwart der Eule, die von vielen Drachen bewahrt. Okay, also ich brauche wirklich viele Drachen. Wenn ich nicht irgendwo viele Drachen habe, dann wird es nichts. Oh. Was soll ich hier bauen? Ah, okay, check, gecheckt, gecheckt, gecheckt. Nee, so nicht. Ich dachte, ich habe es gecheckt, aber irgendwie doch noch nicht. Was soll hier zusammengesetzt werden? Das haut nicht hin, wie ich das wollte. Nee, das wird. Nee, das ist genau verkehrt worden. Hä? Also es muss ja immer irgendwie symmetrisch am Ende sein, ne? Meint, es wäre jetzt was Symmetrisches, aber irgendwie nicht, wie die das wollen. Hä, was soll ich denn machen? Also das muss doch, wenn, dann muss es doch mit den dreien auf dem Boden stehen, aber das kann es gar nicht. Denke ich irgendwie falsch? Muss ja. Blöde Frage. Saublöde Frage, aber inwiefern denke ich falsch? Das ist die Frage, die es zu beantworten gilt. Auch das wollen sie nicht. Ich check das nicht. Ich check halt nicht, was sie wollen. Ich dachte, ich hab's gecheckt, aber ich hab's doch nicht gecheckt. Ist da noch ein zweites irgendwo? Nee, hier ist nur dieses, ne? Ja. Also. Ach, das Loch habe ich nicht gesehen. Okay, ich hab das Loch nicht gesehen. Scheiße. Ja, gut. Ich hab das Loch im Boden nicht gesehen. Ja, gut, dann ist die Sache. Na, so hat es halt keinen Sinn ergeben, weil ich dieses Loch nicht gesehen habe. Ja. Ja, ich habe das Loch nicht gesehen. Ach, Mann. Okay.
Gut. Haben wir das geklärt? Brauchen immer noch viele Drachen und eine Eule. Hier sind viele Drachen. Okay, dann haben wir es jetzt gefunden. Jetzt brauche ich noch die Eule. Wir sind richtig... Da ist die Eule. Nee, das ist keine Eule. Doch, das ist die Eule. Nein, das war der falsche. Okay, in Gegenwart der Eule war das scheinbar nicht. Was ist denn in Gegenwart der Eule? Soll ich auf der Eule draufstehen? Oder was? Okay, ich mache jetzt erstmal Folgendes. Raus, raus, raus. Das ist die Eule. Und die Aufgabe heißt, führe die geheime Kunst des Weißens in Gegenwart der Eule vor, die von den vielen Drachen bewacht wird. Ha. Hier ist eine Eule. Ist das nicht die richtige? Aber da sind auch viele Drachen, also das muss doch die richtige Eule. Hier ist auch eine Eule. Ah, und hier ist das Ding. Okay, dann muss ich es hier vielleicht machen. Ja, hier muss ich es machen. Okay. Nice. So, damit haben wir alle gemacht. Wo war das jetzt? das war irgendwo da außerhalb. War das hier? Ja. Führt das zu einem Schrein? Das führt erstmal zu einer neuen Truhe. Oha! Schmales Großschwert, das vor langer Zeit im Königreich Hyrule gelangt ist. Seine Klinge leuchtet weihevoll. Okay, aber das ist jetzt eine krasse Waffe. Die will ich doch nicht kaputt machen irgendwann, oder? Aber die kann ich ja wahrscheinlich auch kaputt machen. Hey! Hey, ein Kollege, wo bist du? Ey, lass mich das doch lesen. Idiot. Hm. Wer hätte gedacht, dass es einen solchen Ort in den Ruinen gibt? Und schau, das sieht doch genau nach einer der Steintafeln aus. Hast du die gefunden? Dass sie an einem solchen Ort versteckt war, sicher steht etwas unheimlich Wichtiges drauf. Ach, diese Aufregung. Okay, genug geschwärmt. Nehmen wir das gute Stück mal unter die Lupe. Steintafel, welche die Treue preist. Dass heute Frieden in Hyrule herrscht, verdanken wir König Rauru, der den Dämonenkönig versiegelte. König Rauru? König Rauru hat den Dämonenkönig versiegelt? König Rauru, den Legenden zufolge war Rauru der Name des ersten Königs von Hyrule. Und der gebannte Dämonenkönig, ganz klar, diese Inschrift beschreibt den Versiegelungskrieg. Ja, was hast du denn gedacht? Ah, da schlägt mir das Herz doch gleich bis zum Hals. Los, schnell weiterlesen. In der zu guter Letzt siegreichen Schlacht erfuhr der König Beistand durch Weiße, welche Mysteriensteine trugen. Unter ihnen waren vier Weiße aus Hyrule. Sie waren Treukrieger, die König Rauru ohne Zögern zur Hilfe eilten. Erfüllt von Stolz auf diese vier hat das Volk von Hyrule diese Steintafel errichtet, um sie auf ewig ihre Treue zu preisen. Ja, jetzt musst du nicht wieder labern. Ja.
Ja. Ja, sehr gut. Ah. Alles klar. In Kakariko und so bei der Forschungsgruppe, okay. Ja. Na. Okay. 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 Oh. Okay. Gut, dann haben wir das geklärt. Ja, aber das ist, wie gesagt, ist eine Waffe, die ich eigentlich nicht irgendwie verschandeln möchte. So, keine Ahnung. Schwierig. Die klingt halt schon episch. Naja. So. Jetzt ist die große Frage... Gehe ich die Geschichte mit dem Croc jetzt an oder nicht? Habe ich da jetzt Lust drauf oder nicht? Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Mein gebautes Ding müsste noch da sein, oder? Ah, nee, das ist mittlerweile weg. Dafür sind die Bäume wieder da. Okay. Okay, 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 okay. Kann ich mit ihm hier auch Bäume fällen? Ich glaube nicht. Ey, der ramponiert die eher nur. Ha, schade. Weil dann müsste ich jetzt eigentlich zu einem... Ich muss zu einem Stall. Ich muss bei dem Stall, muss ich Dings holen. Ja, nehmen wir den. Bei dem Stall muss ich Dings holen. Eine Axt holen. Dann muss ich Bäume fällen und dann... Werdet ihr sehen, was ich vorhabe. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Aber wenn wir schon hier sind... Dann gehen wir mal gerade eben was wir gerade tragen. Die Angriffskleidung verbessern. Das wäre mir auch ein Anliegen. Das sollte sie ja können, einmal verbessern, ne? Einmal verbessern sollte sie können. Oh, Schwertgras brauchen wir dafür 3 Stück. Ich habe kein einziges Schwertgras. Ach, das ist doch schon wieder Scheiße. Ach, das ist doch schon wieder Müll. Ja, komm, dann machen wir was. Dann machen wir, was geht. Wenn wir schon hier sind, machen wir, was geht. Alles, was geht, nehmen wir mit. Oh.
So. Okay, mehr geht nicht. Gut, ciao. Tschö, tschö. So. Auf zum Stall. Wir müssen noch immer Äxte rumfliegen eigentlich. Oh. Axt. Ich will keine Fackel, ich will eine Axt. Ach komm, jetzt ist hier ein Stall ohne Axt oder was? Ich spring gleich im Dreieck. Ich spring gleich im Dreieck. Der Stall hat keine Axt. Wirklich. Er hat eine Heugabel, er hat eine Fackel. Aber er hat keine Axt. Schlecht. Ah, das ist schlecht. Okay, welche Stelle haben wir denn noch? Probieren wir den Stall aus. Ah, das ist jetzt richtig schlecht hier. Das ist schlecht. Ich war mir sicher, Stall bedeutet Axt. Mäh. Nix war's. Oh, aber wenn wir schon hier sind, wissen wir jetzt ja theoretisch, wie das hier funktioniert, ne? Wir müssen den also wirklich da rausgezogen bekommen, irgendwie. Das heißt, ich muss irgendwas dran setzen, dass der rausploppt. Von selbst hat er jetzt keine Lust, sich zu bewegen, also muss ich was finden, was ich da ransetzen kann. Okay. Hast du irgendwo eine Axt hier, Kollege? In deinem tollen Stall? Fackel. Heugabel. Wollt ihr mich komplett verarschen? Hier ist auch keine Axt. War ich in dem Brunnen drin? Bin ziemlich sicher, dass ich in dem Brunnen drin... Ja, das war der Brunnen, der immer weiter runter ging. Ja, doch. Doch, da war ich drin. Da war ich drin. Ja, aber keine Axt. Chillig.
Richtig chillig. Aha. Okay, dann machen wir jetzt aber zumindest jetzt den Krog hier gerade mal fertig. Halt. So. Wenn ich jetzt... das Ding irgendwie in Bewegung bekommen würde. Müsste das doch funktionieren. Wir speichern das jetzt vorher. Ich habe keine Lust, irgendwas zu verschwenden. So. Du, mit dir mache ich das schon mal garantiert nicht. Okay, das ist nicht stark genug. Schade. Muss ich es echt mit dem Pferd machen? Aber es geht auch in die falsche Richtung, ne? Das muss eigentlich in die andere Richtung gehen. Habe ich mir so gedacht, eigentlich. Mich wundert es halt nur, dass man hier nichts bekommt. Also normalerweise hast du ja sonst was bekommen, um die Sachen zu machen. Und hier hast du halt nichts. Weil eigentlich müsste ich den in die Richtung rausziehen. Hier in die Richtung da. So, zack, weg und dann passt die Geschichte. Was soll's? Okay. Mission Axt gebe ich nicht auf. Ich gehe jetzt an einen Ort, wo ich vermute, dass eine Axt ist. Und zwar vermute ich sehr stark... Ja, doch, 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 doch. Wo war das? Hier muss eine Axt sein. Das war nämlich so im Winter, na, da ist eine Axt an einem Stall, weil die müssen ja Feuerholz und so. Deswegen, die brauchen unbedingt eine Axt. Wenn da jetzt keine Axt ist, weiß ich auch nicht mehr. Da hat jetzt eine Axt zu sein. Ganz einfach. Da hat jetzt eine Axt zu sein. Oh, jetzt ist mir kalt. Aber das ist gleich gelöst, das Problem. So, wenn hier keine Axt ist, weiß ich auch nicht mehr. Hier ist nämlich auch Feuerholz. Und beim Feuerholz ist auch die... Jawohl. Da ist auch die Axt. So. Eine Waffe müssen wir weghauen. Naja, dann macht halt einer von den Dingern hier einen Abflug. Und wir haben eine Stein-Zweihand-Axt. Juhu. Sehr schön. So. Gut. Die Frage ist, brauchen wir noch eine? Oh, was ist mit euch los? Du bist kaum zu fassen, dass wir uns schon wieder über den Weg laufen. Dann ist es wirklich Schicksal. Jetzt hör schon damit auf. Viel wichtiger ist erstmal, dass wir uns unser Zelt zurückholen. Es ist zu früh, über das zu sprechen. Okay. Was ist mit eurem Zelt? Höhle. Höhle, Zelt in Höhle. Monster im Zelt.
Das eroberte Zelt. Na gut. Kann ja nicht schaden, sich darum mal zu kümmern. So, wo soll das sein? Da drüben. War ich da schon mal drin in dieser Höhle? Nein. Okay. Dann lassen wir uns jetzt gerade mal davon ablenken. Ich darf nur meine Axt nicht verschwenden. Habe ich den schon mal fotografiert? Ja, scheinbar. Ach! Bruder! Der hat ja einen ordentlichen Schlag drauf. Willst du mich verarschen? Da holen wir mal gleich dieses neue Schwert raus. Bruder, der hat einen richtigen Schlag drauf. Oh mein Gott, okay. 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 Ist in Ordnung. Was zur Hölle. Dann machen wir das jetzt anders. Okay, ich habe keinen vernünftigen Port dahin. Naja, ist der vernünftig, der Port? Der ist ein bisschen abseits, ne? Ach, das ist in dem Ding drinne, gell? Das ist in dem... Ja, ja. Ja, ja, das ist in dem Tempel. Das bringt mir gar nichts. Hä, wo ist jetzt die Aufgabe hin? Hä? Ja, das wollte ich doch markieren. Wo ist jetzt die Aufgabe? Da. So, ja, es gibt leider keinen brauchbaren Port dahin. Nervig. Hä, aber ist es nicht? Ach so. Okay, okay, okay. Ja, ist ein bisschen anderer Weg, als ich dachte. Aber passt schon. Aber das ist, was ich meine mit, man braucht einfach ewig, um von A nach B zu kommen. Ne? Also du hast keinen vernünftigen, ja. Aber wir sind hier. So. Da ist die Höhle. Ich hoffe, die ist nicht groß. Schauen wir mal.
Okay, die ist gar nicht groß. Da ist direkt das Zelt. Gut. Das sind auch relativ normale Gegner, ne? Da kann ich einmal eine Bombe reinjagen. Dann freuen die sich eine Runde. Ah, easy. Gar kein Act. Aber das bedeutet jetzt ja auch, dass wir hier noch was finden können. Also neben dem Zelt. Ah, hier geht's hoch. Gottes Willen. Aha. Hier muss ich sogar sprengen. Toll. Oh, neue Feen, sehr wichtig. Wichtig und richtig. Denn wie ihr gemerkt habt, verschwende ich die viel zu schnell. Auch noch mit. Und dann die dritte Fee am besten auch noch. Sehr gut. Mit Donnerblumen an der Wand passen wir jetzt ein bisschen besser auf, ne? Da hatten wir ein sehr unschönes Erlebnis. Okay, aber ich glaube, das war's dann hier, ne? Ich glaube, mehr gibt's hier nicht für uns zu tun. Was genau war jetzt die Aufgabe? Das ist einfach, dass die Monster besiegen, oder was? Berichte Nat, dass die Monster weg sind. Okay, alles klar. Dann haben wir das wohl gelöst. Das Problemchen. Dann können wir uns auch porten. So. Dann können wir uns auch noch porten. Oh, und guckt mal, wer da wieder ist. Da kann man auch gleich noch hinlaufen. Wenn ich den gerade schon erspähe. Moin. Du hast sie besiegt, alle? Soll das Zelt des Monsters frei? Unglaublich, du musst stark sein. Als Dank, dass du uns geholfen hast. Yay, Essen. Das Pilzheiligtum. Durch Zufall kamen wir in den Besitz einer alten Pilzheiligtum. Okay. In Shutas Territorium in der Nähe eines Teichs in Hebra wabert Dampf. Shutas Territorium wissen wir.
In der Nähe eines Teichs in Hebra wabert Dampf, ja. Am Ursprung des Dampfs befindet sich das von Licht erfüllte Pilzheiligtum. Ah. Damals hielt wir diese Notiz für wirres Gekritzel, aber fasziniert ist sie doch, nicht wahr? Okay. Oh! Ja, ich werde absolut Stillschweigen bewahren und selber das Pilzheiligtum suchen. Gar kein Problem. Alles klar, macht's gut. Shooters Pilzheiligtum. Nicht Shooters Pilzheiligtum, aber Shooters. Ja, die Suche nach dem Heiligtum. Okay. Wir gehen ganz gerade mal hier ein paar Dinge abgeben. Aber auch das wieder, ne? Der ist so weit weg. Man läuft 3 Jahre, bis man dort ist. Die Welt ist so großflächig. Das ist schon echt krass. So, hier, neue Mayoi für dich. Ja, haufenweise ist tatsächlich richtig. Let's go. Geister-Hakama gegen 4 Mayoi, Sigma. Let's go. Rubinpanzer. Dieser Hakama wurde für Mayoi-Signa eingetauscht. Sein Stoff ist von Gebeten an die Geister erfüllt, die dafür sorgen, dass sich erlittene Angriffe Rubine statt Herzen kosten. Ah, ja. Also theoretisch, wenn man genug Geld hat, kann man das mal gegen Gegner noch eintauschen, ne? Gegen Gegner, gegen den Boss einsetzen. Ein Leunen-Massivhorn, okay. Synthese-Angriffsstärke, auch nicht schlecht. Okay, jetzt gibt es eine ordentliche Horrorblindmaske. Oh, die wird tatsächlich verhüllen dann gar nicht so verkehrt, ne? Dann hat man da Ruhe vor den Viechern vielleicht. Kann sich als Horrorblind tarnen, okay. Jetzt gibt es wieder irgendwas, was man auch so bekommen würde. Griok-Flügel. Okay, so bekommt man die jetzt auch nicht unbedingt, wenn man zu schlecht ist, ne? Aber theoretisch bekommt man sie. Ah, natürlich nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich bin wegen den... Jawohl, eine Leunenmaske. Ich bin ja wegen den Kleidungsstücken hier. So, jawohl. Oha, was ist das denn jetzt? Griok-Donnerhorn, jawohl, mal 3. Hier, nimm. Und was haben wir jetzt? Okay, keine Ahnung, was das ist. 1 fehlt mir. Okay. 1 fehlt mir. Aber wir haben wieder sehr viel abgegeben. Gut. Okay, Leute. Wer das jetzt nicht mehr sehen will, wie ich hier 3 Millionen Bäume fälle und dann mit dem Krog was versuche, kann abschalten. Mehr passiert nicht mehr in dem Part. Aber ich werde jetzt noch 3 Millionen Bäume fällen und dann versuchen, den Krog darüber zu schieben. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen, falls ihr jetzt abschaltet. Und ansonsten könnt ihr mich noch begleiten, wie ich hier Bäume fälle. Und den Krog mir hole. So. Aber mehr machen wir in dem Part jetzt natürlich nicht mehr. Also einmal Axt. Ich hoffe, die hält auch für die ganzen Bäume, die ich fällen will, weil sonst wird es uns kritisch. Sonst wird es richtig kritisch. So, wie viele würde ich denn in etwa brauchen? An welcher Stelle ist denn der Abstand am geringsten? Auf jeden Fall von hier nach hier. Ja.
hier ist der Abstand am geringsten. Ja, 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 ja. Hier ist gut, hier ist gut, hier ist gut. Hier ist sehr gut. Aber hier ist eigentlich auch gut. Das macht eigentlich... Ja, das ist ein bisschen weniger ist es hier drüben schon. Ein bisschen weniger ist es da drüben schon. So, Kollege. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Komm mal mit. Du wartest jetzt mal hier. Ich bin gleich wieder da. So, das sind schon mal... Achso, rote. Das sind schon mal 5. Ich. Das wird doch wohl reichen. Also das wird doch wohl reichen. Das muss reichen. Also noch mehr werden wir ja wohl nicht brauchen. Ich kann es ja auch noch gleichzeitig rüberschieben. Es muss ja nicht nur die... Es muss ja nicht nur ausreichen, um rüber zu gehen. Ich kann es ja auch noch rüberschieben. Zu einem ganz großen Stück. So. Ja, locker. Nur halten. Wenn ich das jetzt so löse, wird es untergehen, fürchte ich. Nein, es hält. Es hält. Jetzt muss nur noch ich rüber. Oh, yes. Es hat funktioniert. Oh mein Gott, ja. Sehr gut. Es hat einfach funktioniert. Sehr, sehr schön. Halt die Klappe. Yes! Okay, 2 Krocksamen. Mit bisschen Aufwand war es verbunden, aber dann doch weniger, als ich befürchtet hatte. Sehr schön. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal
geht es dann zum Krogwald. Danke fürs Zuschauen und tschüss.